Nerv eingeklemmt an der Halswirbelsäule, steifer Nacken. Wenn man das jetzt einrenkt, dann, wie man das so oft sieht, dass es so richtig knackst, das vermeiden wir, damit wir keine Osteophytenbildung machen. Ich zeige euch das mal am Skelett, ganz kurz. Also hier ist die Bandscheibe jedes Mal eingezeichnet oder dargestellt, die Arterie vertebralis, dann hier die Nerven, die hier überall austreten. Und dann haben wir so kleine Facettengelenke jeweils, die sind da. Bandscheibe, Nervengeflecht, Facettengelenke, überall. Unten sind sie größer, hier oben kleiner dargestellt. Wenn man jetzt hier die Wirbelsäule sieht und man würde jetzt jemanden einrenken, dann müsste man, wenn das so bleibt, ich zeige mal gleich den Unterschied, dann gibt es, wenn man da so drüber geht, dann rumpelt das so darüber, wie man das so hört. So, und dann gibt es hier kleine Entzündungen und Randzackenprobleme, das sind dann Osteophytenbildungen, wenn man ständig jemanden einrenkt. Das würde ich gar nicht machen. Ich zeige mal, wie man das besser macht, wie man das auch selber machen kann, indem wir das öffnen und dann drehen. Dann machen wir das frei. Aber nicht so zack, zack, so darüber. Das sollte man nicht tun. Ich zeige euch das mal jetzt. So, dann gehen wir mal hier rüber. Also hier sieht man das nochmal bei Leon. Wirbelsäule, Hinterhaupt, Spinalnerven, Lendenwirbelsäule. Auf jeden Fall darf man nicht jemanden, wenn hier die Nerven austreten und da sind die Bandscheiben, dass man da so einfach so rüberratscht. Da hört man das, ne? Das ist aber nicht gut. So, jetzt dreht sich der Leon mal auf den Rücken. Das, wenn man ein Problem hat, sollte man eine Befundung machen. Man nimmt den Kopf ganz leicht. Jetzt hat er ja Schmerzen oder Aua, ja? Jetzt machen wir das mal beim Leon vor. Also grundsätzlich haben wir ja die Atlas und die Halswirbelsäulenstellung, ist alles sehr empfindlich. Jetzt nehme ich mal meine Hand so darunter und mache mal erstmal so eine ganz leichte Bewegung, so ganz leicht. So zur Seite und so. Da passiert nichts, da kann man nichts verkehrt machen. Wenn ich jetzt einfach so eine Blockierung mit Gewalt so rüberrenke, das wollen wir vermeiden. Also wir machen das so, wir klappen so die Wirbelsäule auf, die Halswirbelsäule, soweit es geht auf. Der Patient schaut nach rechts und dreht jetzt den Kopf selber nach rechts, soweit er kann. Wenn es wehtut, hört er auf. Stopp, nach links schauen, nach links drehen jetzt, die Achse bleibt so, ganz weit, weiter, weiter, weiter. So, jetzt müsste es langsam knirschen und auch ein bisschen reiben. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, so. Nach links schauen, nach links drehen, der Patient macht das selber. Halt nur die Achse, stopp, entspannen, nach rechts schauen und den Kopf so wieder langsam so zurückdrehen, so. Und dann gehen wir so wieder in die Mittelstellung. Das wäre jetzt eine Mobilisation, die der Patient selber macht. Ich assistiere den Bewegungsablauf und das kann er super selber machen. Es gibt kaum einen Fall, wo jemand nicht so frei bekommt. Das kann er auch regelmäßig noch machen. Das unterstützt man, wenn es akut ist, mit kalten Umschlägen, nassen Umschlägen, ja, Frotteeumschlägen mit Wasser aus dem Kran. Schön kühlen, schön entspannen, die Übung machen, so schnell wie möglich, ohne Knacksen. Freue mich, wenn ihr das mal so ein bisschen wahrgenommen habt. Könnt ihr selber mal probieren. Und beim nächsten Video zeigen wir das mal im Stand und im Sitzen, wie man sich selber mobilisiert. Schreibt uns einen Kommentar oder zeigt einen Daumen hoch, wir würden uns freuen. Danke, tschüss.